Es war einmal ein besonders gieriger Wolf, dessen Gefräßigkeit schließlich bestraft wurde. Der Wolf spürte sich nicht mehr vor Zorn. Ein hungriger Wolf strich durch die Gegend. Der Wolf zog den Schwanz ein und gab sich aber nicht. Der böse Wolf treibt sich in der Gegend herum. Der Wolf ist wieder da. Sein vermehrtes Auftauchen in Deutschland ruft viele verschiedene Reaktionen hervor. Wölfe werden in Märchen immer negativ dargestellt, ist aber einfach damals aus der Zeit heraus, meiner Meinung nach, weil die Kinder keinen natürlichen Schutzreflex hatten oder Schutzinstinkt hatten, war oft im Wald, in der Natur belassen. Es gibt Tiere, mit denen sollte man spielen und es gibt Tiere, vor denen sollte man sich in Acht halten. Wolf hat mich eigentlich von Jugend an, von der Grundschule an interessiert und fasziniert. Das heißt, ich habe also in der Grundschule schon Arbeiten mit Bebilderung über Wölfe gemacht. Und deswegen stehe ich dem Wolf also absolut positiv gegenüber. Oh, ich glaube, ich würde eher so an die USA denken, an irgendeinen Nationalpark. Ich würde gar nicht mal an Märchen denken. Deswegen verbinde ich persönlich Wölfe jetzt gar nicht mal was. Also ich habe da keinen negativen Gedanken dazu. Ich bin nicht dafür, dass der wieder in unserem Naturbereich, egal in welcher Couleur oder in welcher Gegend, wieder angesiedelt wird. Die Leute, die dafür sind, sind alles die Leute, die damit nichts zu tun haben. Die können gut dafür sein, wenn sie mitten in Berlin wohnen und sagen, oh wie toll, dass der Wolf wieder da ist. Tatjana Schneider arbeitet seit 25 Jahren im Merziger Wolfspark. In dieser Zeit hatte sie ausreichend Gelegenheit, den Wolf genauestens zu beobachten. Faszinierend für mich, mit den Wölfen zu arbeiten, ist vor allem die Verhaltensforschung, um auch einfach mal zu sehen, wie okay, was ganz genau geht in so eine Familie ab und sind sie wirklich so, wie behauptet wird. Und da musste man schon leider feststellen, dass der Wolf ein sehr, also mehr sozialeres Tier ist, dann die Bestie, so wie er öfters dann mal dargestellt wird. Also ich bin da, was das angeht, ein bisschen nüchtern und sage einfach so, okay, man muss die Kirche im Dorf behalten. Wir haben es hier zu tun mit einem wilden Beutegreifer, der im Endeffekt eigentlich nur auf eins aus ist, genauso wie wir, und das ist das Überleben. Der Wolf steht ja natürlich jetzt seit Jahren voll in den Medien und was schon gut dabei ist, ist, wenn die richtige Information nach draußen kommt. Andererseits hat man natürlich in den Medien auch die andere Seite, wo manche Leute dann wirklich gegen den Wolf richtig schön hetzen und das sind dann meistens auch Geschichten, die nicht immer stimmen. Trotz des schlechten Rufes beunruhigt die Rückkehr des scheuen Waldbewohners die wenigsten. Ich finde die Ansiedlung oder Wiederansiedlung klasse. Ja, ich glaube, gerade für die Landwirtschaft könnte das eine Angst sein, dass der Wolf wieder in Deutschland haust. Man muss den Leuten vielleicht unterstützen, dass sie keinen finanziellen Schaden davon haben und auch ihnen vielleicht doch helfen, ihre Tiere ein bisschen zu schützen. Aber die Tiere dann abschießen oder so, würde ich absehen, weil sie gehören in unsere Natur. Wenn die Jäger nicht so viel Wild aus dem Wald jagen würden, hätten die Wölfe im Wald wahrscheinlich auch mehr Futter, was sie jagen können. Ich würde sagen, leben und leben lassen. Er hat ja früher auch schon zu uns gehört, der Wolf. Und warum soll er nicht jetzt auch, warum soll er nicht wiederkommen? Es ist ein Lebewesen. Er steht vor dir. Ja, was machst du da? Da habe ich kein Problem mit. Roger Schaulz, Mitglied des Mouvement Ecologique und Wolfsexperte, kann zumindest die Spaziergänger beruhigen. Der Spaziergänger, der sich im Wald Erholung sucht, braucht den Wolf mit Sicherheit nicht zu fürchten. Wölfe sind sehr scheue Tiere und die versuchen, wenn möglich, den Kontakt mit Menschen zu vermeiden. Für Nutztierhalter sieht die Sache tatsächlich anders aus. Der Wolf ist mit Sicherheit ein schon problematisches Tier für alle Nutztierhalter. Und vor allem sind es die Schafzüchter, die Probleme mit dem Wolf haben könnten, weil wir seit jetzt mehr als 150 Jahren nahezu keinen Wolf mehr hier hatten, hat sich natürlich ein bisschen diese Gewohnheit, mit diesem Tier umzugehen, eben nicht mehr eingestellt. Der Wolf wurde vor langer Zeit vom Menschen aus seinem Lebensraum verdrängt. Dass seine Rückkehr auch Probleme mit sich bringt, lässt sich nicht ignorieren. Ihm seine alte Heimat zuzugestehen, wäre aber nur gerecht. Wie wir damit umgehen, wird sich in Zukunft zeigen.